Die Gewinnerin des 9. Zurich Art Preises ist Nairi Bagramian. Nairi Bagramian ist 1971 in Isfahan in Iran geboren und ist mit 13 nach Deutschland gekommen, wo sie heute auch lebt. Nairi Bagramian ist eigentlich sehr bekannt dafür, dass sie ihre Ausstellungen mit sehr minimalen Skulpturen oder auch Fotografien, Zeichnungen ausstattet. Und nicht nur sind die Skulpturen formal minimal, sondern was sehr wichtig ist in ihrem Werk, ist, dass es immer sehr kontextbezogen ist. Im Falle der Ausstellung vom Museumhaus Konstruktiv beginnt die Ausstellung beispielsweise bereits mit der Einladungskarte und dem Poster. Ein sehr minimales Sujet zeigt einen leeren, hochglanzpolierten Hundefressnapf. Und das mag am ersten Blick sehr enigmatisch wirken und man fragt sich, was das zu tun hat mit einer Kunstausstellung. Sie lässt den Betrachter dabei auch ganz klar irgendwo auch in dieser Irreführung. Wenn man dann aber die Ausstellung betritt, kommt man zunächst in einen großen Raum, der sehr viel von den weißen Wänden charakterisiert ist. Und erst wenn der Besucher sich etwas näher kümmert um diesen Raum, merkt man, dass es sich hier um eine Ausstellung handelt, wo die Skulpturen auf recht hoher Höhe angebracht sind und die Skulpturen selbst wiederum auch etwas sehr Rätselhaftes haben. Und erst beim genaueren Hinsehen hat man die Assoziation, dass es sich dabei um so gebissähnliche Skulpturenformationen handelt, also so wie Zahnbrücken oder auch Zahnregulierungseinheiten. All diese Assoziationen kommen relativ schnell. Was Nairi Bagramian hier macht, drückt zum Teil ein bisschen der Titel aus mit Scruff of the Neck in Klammer Supplements. Das heißt so viel wie jemanden am Nacken halten, jemanden also unter Kontrolle halten. Das ist ein Machtverhältnis, das hier zum Ausdruck kommt. Und damit spielt Nairi Bagramian ganz klar an auf die Besucherrezeptionsvorgänge. Wenn man als Besucher in ein Museum kommt, hat man im Grunde genommen eine gewisse Erwartungshaltung. Man betritt einen Raum und man erwartet sich Bilder oder Skulpturen auf einer bestimmten Höhe oder die Skulpturen am Boden auf Sockel. All das macht Nairi Bagramian schon mal nicht, sondern sie bringt den Betrachter zurück in dem, was der Beginn jeder Ausstellung ist, eine räumliche Erfahrung. Und sie sagt auch, dieser räumlichen Erfahrung geht man zunächst auf eine körperliche Erfahrung zurück und das ist wie der eigene Kopf oder die Mundhöhle. Man greift auf diese Körperräume zurück als Erfahrungsbackground. Eine zweite Skulptur, die sie für die Ausstellung speziell gestaltet hat, ist eine Skulptur, die diesmal im ersten Stock am Boden präsentiert wird. Es ist eine Art vergrößertes oder ein Pop-Art von einem Hundekauknochen. Und wenn man auch da genauer hinsieht, merkt man, dieser Knochen ist in zwei Teile gespalten und man sieht sehr schön das Innere, das Mark des Knochens. Und das ist wieder so eine Symbolik, die Nairi Bagramian anwendet, um uns einerseits den Blick diesmal nach unten zu wenden. Also hier in diesem Stockwerk wenden wir den Blick nach oben zu den Skulpturen. Im ersten Stock wenden wir den Blick nach unten. Und wir sind sozusagen gefordert, in dieses Innere des Knochens, ins Mark hineinzugehen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und sich dabei auch fragt, was geschieht eigentlich mit uns oder wie reagieren wir als Betrachter, wenn wir ein Museum, einen Museumsraum betreten? Wie gehen wir vor? Was sind unsere Erwartungshaltungen? Und mit diesen Erwartungshaltungen konfrontiert und mit dieser Skulptur vor uns, merken wir sehr schnell, dass mit unseren Erwartungshaltungen gespielt wird und dass die auch gebrochen werden. Dass die Kunst unter Umständen nicht dazu da ist, Erwartungshaltungen zu erfüllen, sondern sie in Frage zu stellen. Und das unternimmt Nairi Bagramian par excellence.